Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Soll man lieber junge Pflanzen kaufen und diese setzen? Oder ist es vorteilhafter, wenn man die Pflanzen selber aussät und von der Pike auf zieht? Ich sag euch mal die Vor- und Nachteile, die diese Verfahren mit sich bringen, und dann könnt ihr euch entscheiden. Ja, kommen wir mal zu den Vorteilen. Wenn man Pflanzen kauft, also junge Pflanzen, und diese setzt, hat man natürlich den Vorteil, hier schon Arbeit investiert worden. Man muss hier nicht diese Pflanzen selber ziehen mit Samen, man muss nicht pikieren. Die Pflanze ist schon da, sie ist schon robust und kräftig, wenn man eine gute gekauft hat. Und somit hat man auch den Vorteil, dass eben die Pflanzen ja mehr angehen, beziehungsweise man hat nicht so eine hohe Ausfallrate, wie wenn man die selber sät. Denn zum Beispiel Vogelfraß oder anderer Tierfraß, ja, oder Starkregen, der die Samen wegschwemmt, kann hier zu Ausfall führen. Und das hat man eben in dem Bereich nicht, wenn man sich junge Pflanzen kauft. Was ist dann noch ein Nachteil bei diesen Pflanzen? Ja, eigentlich nur erstmal der, dass es teurer ist, weil ja hier schon Vorarbeit investiert worden ist. Und ja, sonst hat es eigentlich keinen Nachteil. Ja, welchen Vorteil bietet jetzt das Aussehen? Für mich ganz persönlich der erste Vorteil: ich kann früher anfangen. Bevor ich so eine fertigen Pflanzen zu kaufen bekomme, gibt es natürlich die Samen schon zu kaufen. Und so kann ich schon im Frühjahr einige Sorten im Januar, Februar teilweise vorziehen, und somit beginnt die Gartensaison für mich schon früher, und das macht einfach richtig Spaß. Der zweite Vorteil ist, dass es kostengünstiger ist. Wenn ihr viel anbauen wollt, dann wird das zu teuer mit fertigen Pflanzen. Ja, so eine fertige Pflanze kostet ungefähr genauso viel wie eine ganze Tüte Samen, kann man sagen. Und ja, wenn man eben viel anbauen will, spart man da jede Menge Geld. Ja, es dauert natürlich länger und die Ausfallrate ist ein bisschen größer, hatte ich ja alles schon erwähnt. Jetzt kennt ihr die Vor- und Nachteile, könnt selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.